So, herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play Far Cry 1. Das Ganze natürlich mit mir, dem Shark, und wir befinden uns hier an dem schicken Flugzeugträger. Wann fangen wir an, Leute umzulegen? Was? Ich meine, wir sind Söldner, oder? Wir haben Knarren und wissen, wie man sie benutzt. Wann dürfen wir endlich ballern? Jetzt hör mal zu, Söhnchen. Der beste Einsatz, den ein Söldner bekommen kann, ist der, bei dem er gar nicht schießen muss. Du willst doch sicher keine Trigenen wegblasen müssen, oder? Damit will ich nichts zu tun haben, Mann. Sag ich doch. Trigenen? What the fuck? Was zum sind Trigenen? Oh, shit. So, ihr könnt mich mal. Euch machen wir zuerst mal weg. Also wir sollen irgendwie in den Flugzeugträger rein. Das haben wir ja letztes Mal noch mitbekommen. Durch ein Löchchen an der Seite. So, wo seid ihr denn? Hallo. Kann ich den da hinten nicht schon... Ach, guck mal her. Alter. Monster Megaleck. So. Indies. Okay. Das hat schon mal funktioniert. Ich hoffe, nur von hinten kommt jetzt nichts. Irgendwie nochmal so ein paar von den Drecksäcken, die uns verfolgt haben. Das finde ich absolut nicht cool. Ich weiß nicht, ich glaube ihn... Alter, zittern wir. Ist das besser, wenn wir uns hinlegen? Nee. Absolut nicht. Ja, jawohl. Weg ist er. Da könnt ihr jetzt aber lange suchen, bis ihr uns hier hinten findet. Ups. So, komm her. Ich sag, komm her. Jawohl. So, wir machen uns das jetzt mal so erträglich wie möglich. Hier ist da was, oder? Alter! Wo kam denn die Drecksau jetzt bitte her? Kommen hier noch mehr? Ich will den Geländewagen nicht fahren. Alter! Diese Drecksau! Leck mich fett am Puppes. Alter. Na, gib mal wenigstens hier ein bisschen Muni. Das haben sie jedenfalls gesagt. Wie cool ist das denn? Glaubst du, die bauen uns eine Sporthalle mit Pool? Ein Pool? Wir sind hier direkt am Ozean, du Vollidiot. Alter, ich mag den Ozean nicht. Da pinkeln die Fische rein. Du bist hier auf einer tropischen Insel und schwimmst nicht im Ozean? Du etwa? Nein. Aber ich habe eine Entschuldigung dafür. Ich kann nämlich gar nicht schwimmen. Wie dem auch sei. Ich hoffe, wir bekommen diesmal einen Pool. Oh Gott, was für... Vollidiotendialoge. Hat's den erwischt? Nee. Kacke. Ich glaube, der ist tatsächlich ein bisschen... Okay, nee. Jetzt hat er's. Ja, jetzt ist er down. So, dann nehmen wir uns jetzt noch... Wo ist er denn? Okay. Das ist ja sehr interessant. Ach, guck mal her. Strategiespielen würde man jetzt sagen, Nebel des Krieges ist an. Ah, ne. Den kriegen wir nicht. Dann schauen wir noch, dass wir hier die zwei herbekommen. So, vielleicht gehen sie ja doch noch im Ozean schwimmen. Okay, der guckt auf jeden Fall in unsere Richtung. Ja, ich glaube, den hat's erwischt. Der andere steht jetzt noch so ein bisschen dumm hinter einer Kiste. Na, ich würde sagen, zwei Magazine da drauf, das reicht erstmal. Hoppala, nee. Pause wollte ich nicht, ich wollte nur hier raus. Ja, dann... würde ich mal sagen, geht das jetzt hier mal... ins kühle Nass. So.
Jetzt können wir hier schön entspannt... Oh, was ist das denn da? Guck mal, da liegt ein Rohr oder sowas auf dem Boden. Nee. Ist das ein altes Flugzeug? Das ist ein altes Flugzeug. Hammergeil. Ja, guck mal, hier ist nichts mehr am Start. Wunderschön. So mag ich das. Von hinten kommt nichts. Perfekt. Eigentlich könnte ich mir jetzt auch schon das Bötchen hier schnappen und damit einfach durch die Mitte abhauen. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Da ist der. Achtung, Entdeckung. Wo? Alter. Oh. Wollt ihr mich verarschen? Oh, Ladebildschirm, okay. Ja, gut. Wir sind im Flugzeugträger. Das hat schon mal funktioniert. Ich bin jetzt gespannt. Ich nehme heute mit DX Story auf. Deswegen werde ich, sollte das Spiel jetzt nicht abkacken, gleich trotzdem mal einen Cut machen und einfach nochmal gucken, ob mit der Aufnahme alles stimmt, ob der den Ton mit aufnimmt und alles weitere, weil mit DX Story habe ich bisher kaum mal was aufgenommen. Verdammt, ich bin sehr gespannt. Und es sieht mir danach aus, als wenn es wieder... Vom Oberdeck aus sollten Sie Zugriff auf ein Boot haben. Halten Sie im Flugzeugträger Ausschau nach Val. Wir müssen unbedingt wissen, wo Sie sie hinbringen. Hammergeil, es kackt nicht ab. Okay, das heißt aber trotzdem, jetzt gibt es einen Cut, weil wie gesagt, ich möchte gerne mal gucken, ob der das richtig recordet, ob der Sound drauf ist, bla bla bla. Wir sollten jetzt hier unseren Speicherpunkt haben, ganz genau. Wunderschön, da machen wir dann nachher weiter und ich sag schon mal für euch bis gleich, Freunde. So, ja, und es geht natürlich gleich weiter hier. Wir verlieren gar keine Zeit. Müssen wir lang? Müssen wir jetzt hier durch? Nee. Kannst du mir wohl nicht erzählen. Da sind wir hergekommen. Dann würde ich mal sagen, hier... ist da was? Nee. Ja, gut. Dann ab in den Flugzeugträger. Was haben wir hier? Ein Messer? Eine Machete. Crow reißt uns den Arsch auf, wenn wir den Kerl nicht finden. Ich verstehe das einfach nicht. Zwischen der Stelle, an der wir das Boot gesprengt haben, und hier liegen gut ein Dutzend Leute. Wie konnte er überhaupt so weit kommen? Ich habe keine Ahnung, aber wenn du den Rest des Jahres nicht mit dem Schrubben von Latrinen verbringen willst, sollten wir ihn schnellstens finden. Da hast du recht, Mann. Hm. Frage ist jetzt nur, wo sind die? Ich glaube, hier drin. Hast du das gehört? Wow. Ist alles okay? Alter. Ja, es ist alles in Ordnung. Oh, da war was. Alter, warum habe ich denn hier gerade diese Monster-Lex bei... Oh, Gott. So. Fuck, der hat einen Alarm ausgelöst. Nein. So. Wo kann ich einen Alarm ausmachen? Der geht mir herzlich auf den Sack. So. Wer will? Wer hat noch nicht? Okay. Das war jetzt schmerzhaft. Ja, durch A, die Lecks und B, habe ich mir einfach ein bisschen dumm angestellt. Scheiße. Ach ja, ich sollte das Spiel vielleicht... Oh! Ja, komm her, mein Freund. Hey! Ist nicht. Ja, ich sollte das Spiel am besten, wie bei Minecraft, wenn ich die Aufnahme starte, einmal ganz kurz in Ruhe lassen. Einfach, dass ich das Ganze ein bisschen einspielen kann und die CPU-Last ein bisschen runtergeht. Ja, ich wollte jetzt aber erstmal gucken, was es hier alles Schönes drin gibt. Hm. So wie es aussieht, nicht allzu viel. Gibt es hier noch eine Tür? Ja. Alle, es wurde ein Eindringling gesichtet. Er ist von mittelgroßer Statur und mit einem roten Hawaii-Hemd verkleidet. Der Eindringling ist bewaffnet und gefährlich. Die Anwendung von Schusswaffen... Was war das? Wo steckt der Kerl? Oh ja. Ich bin bewaffnet und gefährlich.
Der hat sich hinter dem Radio versteckt. Ich dachte erst, das ist ein Wasserkocher oder sowas. Ach ja, wunderbar. Jetzt haben wir zumindest mal wieder hier ein Hell's Kit bekommen. Ist da auch noch eine Tür? Da ist auch noch eine Tür. Okay. Können wir bestimmt hier. Was haben wir hier noch? Oh. Ich bleib lieber hierbei. Ich bin wohl einfach zu nervös. Mhm. Das mag sein. Ich lasse jetzt keinen am Leben. Das könnte euch mal so passen. Da ist noch einer. Ich habe doch gerade da zwei Leute gesehen. Wo ist denn der andere? Du da, hm? In dem Hemd. Alter! Was eine Drecksau! Ja, ja! So. Ja, das waren sie. Oh, was eine Drecksau! Scheiße. Das hat uns jetzt wieder einiges an Rüstung bzw. hier Armor gekostet. Ganz und gar nicht cool. Da hätten wir auch echt so durchgehen können. Hören Sie, Jack. Ich tue mein Bestes, um Sie und Ihre Gegner zu orten, aber das ganze Metall stört Ihr Signal. Sie sind so gut wie auf sich allein gestellt. Na, wenn das nicht eine nicht Nachricht ist. Wow. Ziehen Sie sich zurück. Geh da rein. So, jetzt könnt ihr erstmal kommen. So. Nummer 1. Drei Stück kamen da, glaube ich, raus. Aber gehen die anderen jetzt da hier drin gucken. Die Frage ist natürlich, ob das hier so ein Spawn für die Gegner ist. Dass dann da immer wieder neue rauskommen können, das wäre natürlich kacke. Wir müssen auf jeden Fall dahin. Sieht mir zumindest so aus. Weil bis jetzt war es ja relativ geradlinig. Na, machen wir das da einfach mal. Okay, da sieht uns keiner. Ab geht's. Bitte melden Sie sich auf Deck 3. Team Beta, bitte melden Sie sich auf Deck 3. Wo ist Deck 3 und wo sind wir? Die Frage der Fragen. Ach, guck mal, hier haben sie sich gerade abgeseilt, die Drecksäcke. Wer ist da drüben? Ich weiß es nicht. Wo ist denn da einer? Irgendwer schleicht hier rum. Der kommt hier gleich um die Ecke. Sehe ich schon kommen. Hallo? Sag ich doch. Ohne Spaß. So, da können wir dann durch die Tür. Da haben sich die Mongos gerade abgeseilt. Was ist denn hier los? Uiuiui. Da schlägst du also. Noch einer. Komm, fuck you. So. Alles klar. So langsam. Es nähern sich beschädigte Fahrzeuge. Bereiten Sie sich darauf vor, sie in Empfang zu nehmen und mit den Wartungsarbeiten zu beginnen. Toll. Okay, das sieht mir jetzt nicht so aus, als wenn wir hier rauskommen. Ja, gut.
sneaken wir uns einfach mal voran. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Aber eventuell gibt es hier irgendwo noch so ein Rüstungsteilchen. Hier zum Beispiel. War zumindest ein bisschen Muni. So, Muni. Ach, guck mal. Da geht's noch irgendwo hin. Mehr haben wir ja auch nicht. Das werden wir noch einmal erforschen. Wo kommen wir denn da hin? Ach, ist das schön. Ist das schön. Und ich sehe gerade, wenn wir hier drin sind, dann können wir auch zusätzlich noch Granaten raushauen. Das ist natürlich sehr nett. Hä? Ach, toll. Okay. Wir hätten hier einfach ein bisschen was umgehen können. Ist ja der Hammer. Ja, wie gesagt, da sind wir schon mal richtig. Jetzt gucken wir noch, was da drin ist. An alle Ingenieure und Techniker. Beginnen Sie mit Muni. Der Überprüfung der Kabelverbindungen und Generatoren. Jede Energiekupplung muss doppelt überprüft werden. Aha. Haben Sie mal gesehen? Nein, es sei denn, sie hat sich als Söldner verkleidet und versucht, mich umzubringen. Trockener Kommentar hier. Speichere Spiel, okay. Ah, guck mal, da hinten, da sind sie doch. Alles okay, Mensch? Jawohl. Fuck you, Bitch. Ach, das war der, der hier verschlossen war. So, Ende. Alter. Ist alles okay? Boah, Gott. Mir ist gerade gar nicht mehr so okay. Shit. Ja, genau das meinte ich. Okay, das müssen wir ein bisschen taktischer angehen. Die haben da hinten geschützt. So, das war schon mal nicht so taktisch, weil irgendwie habe ich mir jetzt hier dummer angestellt als beim letzten Versuch. Hör auf, da Deckung zu suchen. Was ist denn hier los? Bleib wachsam. Ja, genau, kommt mal alle her hier. So. Ist alles okay? Ist alles super. Alles super. Ach, guck mal, da ist er auf seinem Geschütz. Na? Ja, würdest du mal bitte hier die... Alter. Treppenstufen hochgehen. Runtergehen die Treppe funktioniert. Sneaky, aber rauf irgendwie nicht. So. Geschütz ist sauber. Ach, du Kacke! Was zur Hölle? So. Ah, du bist dies! Oh? Shit. Irgendwo von hinten oben. Wo sind die denn? Hä? Alter, willst du mich verarschen? Von wo haben die denn gerade nochmal geschossen? Aber sind hier unten welche? Nee. Hä? Genau zwischen die Augen, du Dreckskerl! Alter, doch oben! Was eine Dreckskacke. Ach, komm, einen Versuch machen wir noch und ansonsten werde ich die Folge erstmal hier an der Stelle beenden. So. Jetzt können die erstmal herkommen. Na komm. Ich weiß so, ihr wollt's. Sehr gut. Was ist denn hier los? Na komm schon. Okay. Down. So, dann lag da. Gab's da oben noch irgendwo so einen Mongo? Was ist denn hier los?
Okay. Ja, und hier oben jetzt irgendwo. Wahrscheinlich da drauf, wa? Hoppala. Da. Du Drecksack. So.